Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinderwunschpaare zwar medizinisch meist sehr gut betreut sind, doch fehlt es an emotionaler Unterstützung. Man muss sehen, die Paare befinden sich in einer sehr schwierigen Lebensphase. Sie haben meist mehrere Jahre Kinderwunsch, der Druck nimmt zu, der Stress nimmt zu in verschiedenen Lebensbereichen und da bieten wir Unterstützung. In erster Linie geben wir den Paaren die Lebensqualität zurück. Wir bauen mit ihnen den Druck und den Stress ab, der durch den unerfüllten Kinderwunsch entsteht. Wir geben ihnen das Vertrauen zurück, einerseits in sich selbst, in die eigene Psyche, aber auch in den Körper. Und wir lösen natürlich auch Blockaden, unbewusste negative Glaubenssätze. Dann begleiten wir natürlich auch medizinische Prozesse wie Inseminationen, hormonelle Stimulationen oder auch künstliche Befruchtungen, damit die Paare auch da gelassen hindurchgehen können. Wenn die Behandlung dann aber nicht sofort zum Erfolg führt, ist die Belastung natürlich enorm groß und spätestens dann halten wir auch ein Coaching, wie es heutzutage heißt, und eine psychologische Begleitung für sinnvoll und schicken die Patienten auch gerne weiter. Der Grund ist der, damit einfach die Lebensqualität nicht zu sehr leidet und damit auch die mentale Stärke da ist, überhaupt die Behandlungsdauer durchzustehen. Denn das ist auch ganz erheblich. Es können ja auch Partnerschaftskonflikte daraus resultieren und das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Für uns ist das Erstgespräch sehr, sehr wichtig, weil da nehmen wir die Situation der Paare auf. Wir fragen ganz genau, was sie schon alles gemacht haben, wo sie im medizinischen Prozess stehen. Und wir begleiten dann mit den Sitzungen die Paare anhand ihrer ganz persönlichen Situation. Es gibt keinen Standardablauf bei uns. Es können 2 Sitzungen sein, es können 3, 4, 5 Sitzungen sein. Im Schnitt haben wir so zwischen 4 und 6 Sitzungen. Wir geben Ihnen dann auch eine Audioaufnahme mit nach Hause, viel Informationsmaterial, damit Sie auch zwischen den Sitzungen was machen können. Die Sitzungen hier sind das eine. Wichtig ist aber auch, dass Sie danach begleitet sind. Wir bieten Hilfe zur Selbsthilfe. Also nicht, dass Sie jedes Mal hierher kommen müssen, sondern dass Sie auch selbst wieder Ihren Weg gehen können. Zu uns kommen in erster Linie Frauen. Sie sind meist im Alter zwischen 32 und 42 Jahren, haben meist mehr als ein Jahr unerfüllten Kinderwunsch. Die meisten lassen sich medizinisch begleiten, mit Hormonstimulation, Insemination oder auch sind auch in einem IVF-Prozess. Wir haben aber durchaus auch Paare, die es auf natürlichem Wege versuchen, die wir auch unterstützen. Und jährlich begleiten wir so rund 300 Paare durch die Kinderwunschzeit. So in 90% der Fälle kommen die Frauen alleine. Die Männer sind meist die Optimisten in der ganzen Kinderwunschzeit, in der ganzen Kinderwunschgeschichte, sind die, die aufbauen, die sagen, ja, das klappt schon. Die den Frauen auch ganz viel Halt geben während dieser Zeit, das darf man nicht unterschätzen. Viele Frauen kommen und sagen, ja, er sieht es zu positiv. Ich sage dann immer, das ist gut so, weil er hält dann auch die Stange, wenn es drauf ankommt. Wir begrüßen es aber sehr, wenn Paare kommen, weil wir da einfach nochmals viel schneller vorankommen und viel effizienter auch arbeiten können. Es ist ganz klar, auch wir können den Paaren kein Kind versprechen. Das wäre nicht seriös, wenn wir das machen würden. Wir können sie aber dabei unterstützen, die Lebensqualität zu erhöhen. Und das ist eigentlich unser wichtigstes Ziel, dass sie da wieder Halt finden, dass sie wieder das Positive sehen im Leben, dass sie wieder an sich glauben, dass sie an ihren Körper glauben, an die Möglichkeit, dass sie ein Kind bekommen können. Ich würde sagen, 95% gehen wirklich raus und sagen, ja, mir geht es wieder gut, ich kann die Kinderwunschzeit auch wieder genießen. In über der Hälfte der Fälle gibt es auch eine erfolgreiche Schwangerschaft.